In diesem Video schauen wir uns Bitcoin an, denn Bitcoin ist hier aus dem Inverse Head and Shoulders und aus diesem großen ganzen Triangle nach oben hin ausgebrochen. Wir haben bis jetzt ein Preisziel von 41.000 Dollar erreicht, was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr bullig ist und auch sehr gut für den Bitcoin. Die Frage, die wir uns jetzt natürlich alle stellen, was passiert jetzt als nächstes? Werden wir erstmal mit einer krasseren Korrektur nach unten hin rechnen? Oder kann es tatsächlich sein, dass wir jetzt hier in einem weiter steigen und das gesamte Preisziel von diesem Inverse Head and Shoulders Pattern von 44.000 Dollar erreichen? Was ich jetzt in der Situation mache, wann ich meinen nächsten Trade eröffne, werde ich euch ganz genau in diesem Video zeigen. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für diesen krassen Support hier bei dem letzten Video. Wir haben hier über 837 Likes erreicht, was auf jeden Fall extrem krass ist. Also da nochmal danke an euch, dass wir hier so eine krasse Community sind und ihr mich so krass unterstützt. Und wenn euch dieses Video hier auch gefällt, dann drückt auf jeden Fall hier die Daumen nach oben. Würde mich hier auf jeden Fall sehr krass supporten. Dauert auch bei euch nur 2 Sekunden hier unten, den Daumen einfach nach oben zu drücken. Und ich würde sagen, wir verlieren jetzt hier auch keine Zeit mehr und starten hier mal direkt mit dem Content. Krypto News Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Krypto Deutschland. In diesem Video werden wir uns Bitcoin anschauen, denn bei Bitcoin passiert aktuell etwas sehr Spannendes. Ich hatte euch ja hier im gestrigen Video dieses Head and Shoulders Pattern gezeigt und wir sind auch hier dann an diesem Triangle wieder hochgekommen. Wir sind jetzt hier einmal aus diesem großen ganzen Symmetrical Triangle nach unten hin ausgebrochen, also gefake-outet, sind dann wieder ins Triangle rein, sind nochmal gefake-outet und sind dann wirklich absolut in der letzten Sekunde, wo Bitcoin überhaupt noch hätte nach oben ausbrechen können, nach oben hin ausgebrochen, hier aus diesem Symmetrical Triangle. Und ja, vorab natürlich kann man jetzt dieses Pattern auch schon wieder ein wenig anders ziehen. Man könnte jetzt auch rein theoretisch sagen, es handelt sich jetzt hierbei auch um so eine Art Falling Wedge. Das kann man natürlich hier an dieser Stelle auch sagen, dass das jetzt hier ein Falling Wedge sein könnte. Ist aber auch im Endeffekt egal, was jetzt hier bei diesem Falling Wedge zählen würde. Für das bullische Szenario ist natürlich immer der obere Widerstand und den erkennen wir natürlich hier ganz klar. Wir haben hier an dieser Stelle diesen oberen Widerstand und haben hier bei diesem oberen Widerstand diesen Breakout. Und nicht, wir haben jetzt hier nicht nur diesen oberen Widerstand von diesem Falling Wedge oder Symmetrical Triangle gebrochen, sondern wir haben auch den Widerstand hier von diesem Inverse Head and Shoulders Pattern gebrochen, was ich euch ja im letzten Video gezeigt habe. Und das ist auf jeden Fall grundsätzlich erstmal ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Ich bin ja auch schon hier auf die EMA Ribbon eingegangen, die immer ein sehr guter Indikator für uns ist, ob wir bullisch oder ob wir bearish sind. Und ich habe euch ja im letzten Video auch gesagt, wir hatten hier den Retest dann hier einmal durchgebrochen, sind aber wieder oberhalb der EMA Ribbon dann gewesen. Das bedeutet auf jeden Fall, dass wir bullisch sind. Aktuell sind wir hier immer noch weit über der EMA Ribbon. Das heißt, wir sind aktuell auf dem 4-Stunden-Chart bullisch. Schauen wir uns das Ganze nochmal ganz schnell an. Hier auf den Tageskerzen an. Und auf den Tageskerzen werden wir jetzt auch langsam wieder bullish. Wir waren jetzt hier eine lange, lange Phase bearish. Ich werde euch mal ein Beispiel zeigen, wo wir eine lange Phase hier bullish waren. Und zwar war das hier, als wir hier immer die neuen All-Time Highs gesehen haben. Und da lagen wir natürlich oberhalb der EMA Ribbon. Und als wir die dann hier gebrochen haben, haben wir diese als Widerstand getestet und waren dann bearish und haben auch fallende Kurse gesehen. Jetzt kann hier der Reversal-Punkt kommen, also dass wir wieder bullish werden. Und ich finde, auf dem Tageschart sieht man hier auch dieses Falling Wedge deutlich, deutlich besser und so ergibt das auch deutlich mehr Sinn. Und wie gesagt, wir sind hier aus diesem Falling Wedge nach oben hin ausgebrochen. Minimumpreis hier von diesem Falling Wedge wären schon mal zumindest mal 42.700 Dollar. Das wäre das Minimumpreis hier in meinen Augen hier aus diesem Falling Wedge. Ich finde aber auch, man könnte vor diesem Symmetrical Triangle diese 50.000 Dollar als Preis hier natürlich auch anvisieren. Und aktuell kämpfen wir hier auf dem Tageschart mit der EMA Ribbon, was jetzt hier natürlich wichtig ist, dass wir hier durch die EMA Ribbon durchbrechen und diese wieder hier als Support testen. Wann würde das passieren? Und zwar würde das passieren, wenn wir das Preisziel von diesem Inverse Head and Shoulders Pattern erreichen und natürlich auch durch diese gelbe Supportbox, die hier ist, nach oben hin durchbrechen. Jetzt gehen wir nochmal in den 4-Stunden-Chart, um jetzt einfach mal den kurzen Timeframe nochmal deutlich genauer zu analysieren. Und ich hatte euch ja im letzten Video einmal gesagt, dass wir hier diese wichtige Resistance haben, die wir nach oben hin durchbrechen müssen von dem Inverse Head and Shoulders oder von dem Falling Wedge bzw. Symmetrical Triangle, je nachdem, wie man das hier nehmen möchte. Beide Patterns, auch dieses Symmetrical Triangle, hatte ich euch ja eben gezeigt, wäre auch hier nach oben hin ausgebrochen.
Und hier ist jetzt an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, dass wir hier auch diesen Widerstand hier oben durchbrochen haben. Den hatte ich euch ja auch im letzten Video gezeigt und hatte gesagt, das hier wird ein sehr, sehr, sehr wichtiges Level, dass wir dieses hier nach oben hin durchbrechen, weil das war ein Level, wo ich mir wirklich schon stark Sorgen gemacht hatte, weil wenn wir hier einfach mal dieses Level ein Stückchen weiterziehen, sehen wir, dass wir hier auf dieser Höhe einen schon relativ starken Resistance-Bereich hatten, erkennt man einmal hieran, hier sind wir nicht nachhaltig drüber gekommen, dann sind wir hier einmal an dieser Stelle gescheitert und hatten dann hier auch Probleme, anfangs durchzukommen. Dann kam aber auch ein wenig Volumen in den Markt, schauen wir uns das mal an, zwar jetzt nicht so übermäßig viel, aber es kam auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Volumen rein und dadurch konnten wir dann auch hier nach oben hin durchbrechen und haben dann sogar ein Gesamtpreisziel jetzt hier erstmal von 41.000 Dollar erreicht und das ist jetzt erstmal hier passiert. Auf jeden Fall insgesamt, wenn man das natürlich so betrachtet, ein sehr, sehr, sehr bullischer Move. Bei einem sehr bullischen Move muss man natürlich auch immer vorsichtig sein. Was ich hier noch kurz anmerken wollte, wir hatten natürlich hier auch das letzte High und das war natürlich hier, wenn man das hier als Abwärtstrend sieht, hier das Lower High an dieser Stelle und jetzt haben wir zumindest mal ein Higher Low gemacht und ein Higher High. Das bedeutet auf jeden Fall auf den 4-Stunden-Kerzen fangen wir jetzt hier wieder an, einen Aufwärtstrend zu formen. Wir könnten jetzt hier auch eine Trendlinie an dieser Stelle ziehen. Und zwar würde die so aussehen und es kann hier natürlich an dieser Stelle sein, dass wir auch mit der Zeit, ich sage nicht, dass das jetzt von heute auf morgen passiert, dass wir mit der Zeit wieder mal auf diese Trendlinie korrigieren und von dort aus wieder bouncen und diese Trendlinie hier nach oben hin bis zu diesem Preisziel dann hochklettern. Wie gesagt, das Preisziel von diesem Inverse Head and Shoulders Pattern, was hier wie folgt so aussieht, ist hier oben bei dem Level von ca. 44.000 Dollar. Und wie ich euch das ja auch eben am Tageschart gezeigt habe, dieses Level von 44.000 Dollar ist für uns sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir einerseits dann durch diese Supportbox kämen und auf dem Daily Chart wieder bullish wären. Ich werde es euch jetzt hier nochmal zeigen. Auf dem 4-Stunden-Chart sind wir bereits bullish. Auf dem Tageschart sind wir hier noch nicht bullish. Allerdings, wenn wir wie hier eingezeichnet dieses Preis hier oben erreichen, wären wir durch die EMA Ribbon nach oben hin durchgebrochen, was dann auch bedeutet, dass wir auf dem Daily Chart wieder bullish sind. Und was das dann natürlich bedeutet, wenn wir auf dem Daily Chart bullish sind, kann natürlich wieder heißen, dass wir extrem krass steigen werden. Und was jetzt natürlich hier die meisten interessiert, was wird jetzt hier sehr wahrscheinlich in der nahen Zukunft erstmal passieren? Was wäre jetzt hier so erstmal meine Analyse zu diesem ganzen Thema hier? Wir sind jetzt hier erstmal natürlich, muss man sagen, extrem stark gestiegen, was auf jeden Fall für den Bitcoin schon mal sehr, sehr gut ist. Habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, dass wir hier doch nach oben hin ausgebrochen sind, weil wir sind ja hier auch mehrmals dann gefake-outet. Wenn man jetzt hier das Falling Wedge nimmt, sind wir hier nur einmal kurz gefake-outet, aber aus diesem Symmetrical Triangle, was man ja vorher drin hatte, sind wir ja auch dann einmal hier extrem krass gefake-outet, konnten aber uns wieder hier fangen, beim zweiten Mal natürlich auch im letzten Moment, wie gesagt, nach oben hin ausgebrochen. Das Preisziel hier von diesem Inverse Head and Shoulders ist zwar hier oben bei 44.000 Dollar, die Wahrscheinlichkeit ist auch so circa 70% in meinen Augen, dass sie dieses Preisziel erreichen. Ich persönlich denke aber natürlich auch, dass wir eine Korrektur weiterhin sehen werden. Hier an dieser Stelle könnte man rein theoretisch einen Trade eröffnen, solange wir diese gelbe Linie, die bei 39.500 Dollar liegt, was jetzt mittlerweile ein sehr guter und wichtiger Support für uns ist, könnte man natürlich hier einen Trade eröffnen. Das heißt natürlich jetzt nicht, rusht jetzt alle in einen Trade rein, sondern das hier ist ein sehr wichtiger Widerstand gewesen. Ich zeige es euch hier an dieser Stelle nochmal, warum ein wichtiger Widerstand, weil wir hier das letzte High hatten und jetzt hiermit quasi, weil wir das durchbrochen haben, eine 4-Stunden-Kerze oberhalb geschlossen haben, den Aufwärtstrend weiter bestätigen, hatten dann hier Resistance und in diesem Bereich Support und Resistance sind wir halt einmal durchgebrochen, hatten dann Support und sind dann auch wieder durchgebrochen. Auf jeden Fall war das jetzt hier auf diesem Level ein sehr wichtiger Bereich und da wir diesen durchbrochen haben, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt natürlich erstmal höher, dass wir weiterhin steigen. Es sei denn, wir brechen jetzt hier nochmal dieses Level und schließen eine 4-Stunden-Kerze unterhalb, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass wir erstmal weiter fallen. Insgesamt würde ich persönlich jetzt eher auf steigende Kurse tippen und auch natürlich darauf wetten, dass jetzt wir weiterhin in der nächsten Zeit weiterhin steigende Kurse sehen. Was jetzt hier auch noch ein sehr, sehr wichtiges Level ist, ist natürlich jetzt hier auch diese Supportlinie. Die werde ich jetzt hier mal, damit man das deutlicher sieht, hier sind ja viele Linien im Chart, werde ich die hier mal rot einzeichnen. Dann erkennen wir auch die Supportlinie deutlich besser. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir öfter mal hier
auf dieser Supportlinie bouncen und uns dort hier einfach bis zu unserem Preisziel hochkämpfen werden. Wie oft wir hier bouncen, kann ich euch natürlich nicht sagen. Das wird euch niemand sagen können. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt hier in einem Stück steigen. Auf jeden Fall und dann halt erst wieder diese Linie testen. Auf jeden Fall bildet sich jetzt hier eine neue Trendlinie. Also wir formen jetzt hier wieder einen neuen Trend, einen Aufwärtstrend. Und es ist üblich, dass wir in einem Trend diese Trendlinie natürlich öfter testen. Das heißt, ich würde jetzt nicht einfach mit hohem Hebel hier reingehen und darauf hoffen, dass wir auch bald auf 44.000 Dollar steigen. Das ist ja ein, nicht so ein prozentual extrem starker Move. Wenn jetzt hier von dieser Stelle aus bis hier oben hin 10%, natürlich mit dem 10er Hebel getradet werden schon 100%. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier dieses Level durchbrochen, halten dieses Level, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, ich persönlich werde jetzt in der nahen Zukunft erstmal mit steigenden Kursen rechnen. Und wichtig für mich ist natürlich auch noch, dass wir die EMA Ribbon halten. Und es kann natürlich sein, oder was ich auch vermute, dass wir eine Korrektur sehen werden, wie wir das auch hier gesehen haben. Wir hatten hier einen stark bullischen Move und daraufhin folgt natürlich diese Korrektur. Dann hatten wir hier wieder die bullische Bewegung und dann kann es natürlich auch sein, dass wir hier nochmal eine Korrektur hier auf diese Trendlinie sehen werden. Ob dieser Move jetzt hier nach oben hin direkt weitergeht, kann natürlich sein. Ich wäre jetzt hier an dieser Stelle sehr, sehr vorsichtig. In meinen Augen werden wir jetzt erstmal auch in den nächsten Wochen steigende Kurse sehen, sofern wir hier auch auf dem Daily Chart die EMA Ribbon nach oben hin durchbrechen, wonach es auch aktuell gerade aussieht. Das heißt, das sind jetzt hier auf jeden Fall erstmal wieder sehr, sehr gute Nachrichten für den Kryptomarkt. Was jetzt hier auch noch sehr, sehr bullig ist, wir haben ja hier einmal das obere Preisziel von dem Symmetrical Triangle bei 50.000 Dollar, was ja schon mal die Tendenz gibt, dass sie hier weiter nach oben gehen. Wir haben ja hier auch den oberen Widerstand gebrochen, was ja dann auch ein bullisches Zeichen ist, hatten zwei Fakeouts und Fakeouts sind bullig. Und natürlich haben wir von diesem Inverse Head & Shoulders Pattern hier auch ein hohes Preisziel weiter oben, zumindest bei 44.000 Dollar. Wir müssen natürlich hier im Bereich dieser Supportbox vorsichtig sein. Hier würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Profite zu nehmen. Und das war es jetzt erstmal soweit von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt hier auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und wenn ihr selber lernen wollt, wie man hier professionell tradet, klickt mal gerne auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr meine Trades, die ich persönlich mache, 1:1 kopieren wollt, klickt gerne mal auf den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort zeige ich nämlich immer ganz genau und in Echtzeit meine Trades, immer wenn ich in einen Trade reingehe, immer wenn ich die Position schließe oder Profite nehme. Das war es von diesem Video. Drückt den Daumen nach oben und dann sehen wir uns. Und bis dann und ciao.